Der dreht jetzt nochmal einen Lautstärkeregler für euch. Come on, Ratingen! Ja, guter Versuch vom Mainzer. Schauen uns das nochmal an. Ja, das sagt doch alles, wie er da aus der Grube geht. 7:34! Niklas Kaul! Wunderbar, nur 2 Zentimeter hinter der Bestleistung. So was brauchen wir hier in Ratingen. Manchmal braucht es ja genau das, wenn der Druck weg ist, einen rauslassen. Wieder gut. Die letzte Phase im Anlauf nicht perfekt durchgezogen. Ein bisschen gedribbelt. Wahnsinn! Aber 7:53 und damit nicht nur die Bestleistung eingestellt, sondern neue Bestleistung für Sven Janssons. Er hat uns gestern erzählt, es fühlt sich wieder gut an. Nach den Seuchenjahren, nach der schwierigen Verletzung aus Tokio, hat es lange gebraucht, bis er vollkommen regeneriert war. Aber jetzt ist er wieder da. Ja, und das sieht gut aus. Weitsprung, das war vor der Verletzung eine seiner Schokoladendisziplinen. Die Bestleistung sogar bei 7,90 Meter in dieser Saison im Test schon. 7,54, 7,61. Klasse, Thomas van der Platzen. Saisonbestleistung. Und wenn ich das richtig interpretiere, wie viel geht jetzt hier im Ersten in Ratingen? Rhythmus Ratingen, Rambazamba Ratingen, auf geht's! Jubel von der Tribüne. Und ich würde mal behaupten, das war noch nicht der perfekte Sprung. Man sieht es auch ein bisschen an der Körpersprache, ganz zufrieden noch nicht, aber auch der war schon weit. Wie weit, wissen wir gleich. 7,69! Felix Wolter springt sich in Führung.